Ja, dann ein herzliches Willkommen zurück zur letzten Folge dieser Woche für The Crew 2. Heute setzen wir uns nochmal an das letzte Hypercar-Rennen. Das lief ja in der letzten Folge, auch wenn es ewig lang war, relativ gut. Und die Unterstützung von gestern natürlich auch dabei. Hallo Rebecca, du bist auch dabei. Hallo. Du bist ja jetzt quasi durch und hast ein neues Spielzeug. Ja, ich habe mir ein bisschen was gegönnt mit meinen 2 Millionen. Ich habe den Lamborghini Veyron geholt und ich bin gerade echt beeindruckt, wie der aussieht. Das ist Wir schon. werden jetzt mal im Rennen tatsächlich austesten, welches Auto stärker ist. Ich werde tatsächlich mit dem McLaren antreten und sie wird mit dem Lamborghini Veneno antreten, den sie sich ja jetzt gerade gegönnt hat. Heute fahren wir dieses letzte Hypercar-Rennen und zwar hier aus Los Angeles. Das geht 14 Minuten und 17 laut Weltrekord, wird wahrscheinlich aber deutlich mehr werden, weil die lange Strecke war gestern auch irgendwie bei einer Viertelstunde länger als das, was es dauert dann gezeigt. Also geht man von einer halben Stunde aus und geht man von diesem einen Rennen aus hier, dass wir das in dieser Folge schaffen. Gut, wir gehen mal hin, Blitzreisen und dann haben wir zumindest das Thema Street Racing komplett auf 100% erledigt, zumindest die Rennen. Und hier ist auch das gute Stück, was die Rebecca sich Eins gegönnt musst du hat. über Ich habe Theo mir den nämlich auch wissen. jetzt gerade geholt. Wir mögen unsere Differenzen haben, Eine aber ich Ladung muss wäre raus. zugeben, dass er fair Ja, spielt. ich bin schon Er dran. hat alles hart erkämpft, womit er angibt, und er fährt ehrlich. So, und nun. Aber ich werde tatsächlich auch mein Auto mal tauschen. Ich werde wieder auf den McLaren P1 wechseln. Da kommst du schon. Auf geht's. Ja, die üblichen Verdächtigen vom letzten Rennen sind auch wieder mit am Start. Dann hoffen wir jetzt mal auf Platz 1 und 2. Ich lasse dir die Führung Aber immer was von dir. vorübergehend. Pass gut drauf auf. Aber ich. Oh. Ich war gestern. Eigentlich habe ich das Auto direkt gegen mich geschleudert. Ja, das war tatsächlich keine Absicht. War Ich bin so froh, dass ich. angeritten. Ich war gestern mehr als erleichtert. Ich glaube, das hat man auch gehört, als wir das Rennen hier abgeschlossen hatten, als ich da endlich durch war. Es hat lange genug gedauert. Chance, ne? Pass auf, da geht's jetzt gleich ordentlich, geht jetzt gleich irgendwo ab. Ich habe schon engere Dinger geschafft. Du schaffst das auch. Das hat vorhin kommt der Rest. Ach, das Tio. Das Tio für den Rest der Strecke hinter dir. Der ebenfalls mit dem McLaren unterwegs ist. Aua! Der war nicht ohne, der Typ. Ah, das wäre eine recht gute gewesen. Okay. Da war der Autobahn raus. Ich glaube, ich war recht raus. Ja, das Auto geht aus dem Weg. Ja, der Lambo ist so leicht und kommt irgendwie ein bisschen an den Hut. Ich dachte gerade, gelbes Auto, geh aus dem Weg. Ich bin ja auch. Ich dachte, ich bin das. Also, du bist die Einzige, wo ich sagen würde, da würde ich jetzt freiwillig zur Seite gehen. Da wäre mir das letztlich egal. Momentan führe ich. Uns werden auch schon mit Autos quer gelegt. Euch da vorne. Das ist schwierig abzunehmen. Aktueller Abstand Ich bin genau 4,2 gleich. Sekunden.
Oder beziehungsweise Vorsprung. ...3,2, der hat die Sekunde jetzt aufgeholt. Sehr gut. Das warst du. Was, das war ich. Du hast halt gerade, dass es wohl deine Verbindung war. Ich weiß es, aber ich habe ein Verbindungsproblem. Und da schaut gerade, warte auf welcher Seite. Also das. Aber. Das ist Gott sei Dank nicht weiter tragisch. Bist du jetzt weitergefahren ohne mich? Es waren 1 Kilometer für Sprung, 1 Kilometer bis 1,5. Auch einen Platz verloren. Okay, ja, ich bin jetzt irgendwo eine Abkürzung gefahren und habe, glaube ich, wieder mein 11 Sekunden jetzt Vorsprung. Momentan sieht's gut aus. Das hätte ich nicht mehr reinholen können. Ich hoffe zumindest, dass du noch Zweiter wirst. Wenn du mich nicht kriegst. Oh, ich habe über 5 Sekunden gerade verloren. Ich habe nämlich nur noch 5,2 Vorsprung. Ja, Gummibandeffekt etc. Vier Sekunden nur noch. Ich meine, hier auf 3 Kilometer groß bin ich jetzt nie angewiesen. Oder auf Platz 15. Wo kommst du denn her? Hä? Dich meine ich nicht, aber mir kam gerade einer von irgendeiner Strecke, gerade. Nur noch 2 Kilometer, vorher waren 5 Kilometer, ich habe 2 Kilometer. Okay, ja, wie gesagt, ich sag ja. Nicht. Ich hab Tio. Ich hab noch 10 Sekunden Vorsprung und jetzt auf einmal bin ich eigentlich auf 2. Komm mal her, Tio. Machen wir mal wieder. Spezialist. Noch nicht mal die Hälfte rum. Das wäre ja ein bisschen geholt, ey. Ja, jetzt war gerade. Also, jetzt kam gerade irgendwo ein Dings, was ich normalerweise umfahre und das sagt, nö, diesmal nicht. Aber ja, ich bin noch Zweiter, daher alles gut. Die machen gerade genauso viele Fehler wie ich. Tschüss, Wasser. Scheiße, ich glaube, ich habe meinen Red Bull gerade verschüttet. Meine Dose ist umgefallen, die war fast voll. Kann ich gerade jetzt nicht gucken. Ich fahre gerade mit 400 km/h durch die Gegend, ey. Sorry, überholen ist nicht. Kollege. Ja, ich fahre gerade wieder so eine enge Landstraße hier. Ja, ich bin auch auf einer Landstraße. Na, das wird gleich noch enger. Das wird wieder so kurvig wie gestern.
Diesmal ist es aber nicht weiter tragisch. Diesmal sind es nämlich nur zwei Autos, die gegen mich fahren und nicht drei wie gestern. Oh. Geh mal weg von mir. Wassel, du nervst mich gerade dezent. Geh woanders spielen. Bin jetzt gleich halb durch. Ah ja, ist mal gut. Jetzt hat sich doch noch mit einer eingemischt. Ich bin jetzt wieder nur Vierter momentan. Ich hab den Anschluss noch nicht verloren, weil ich bei der Rettung viel zu mehr rausgeschossen bin mit dem Kölzen. Ich habe einen Fehler eingebaut, bin von der Straße abgekommen, in den Felsen geprallt, wo mich dann das Auto 5 Kilometer in die Luft geschleudert wurde. Aber ich bin wieder dran an Tio. Da vorne ist auch schon der zweite, okay. Alles schön miteinander beieinander. Ups, da war der Überholte da, dass ich jetzt weggehauen. Auto direkt hinter dem Hügel ist immer eine schlechte Idee. Prozent. Das Thema Rennsieg noch nicht auf, weil ich sehe den Typen nämlich.
Ja, sind jetzt auf der Golden Gate Bridge, gerade da, wo das letzte Mal Ziel war. Und hab ihn schon. Ja, ich bin jetzt wieder auf 1. Hier geht's ab, okay. Muss aufpassen, wenn du nach der Golden Gate Bridge mit der die lange Gerade, irgendwo ist eine Rechtskurve drin. Die siehst du ein bisschen schwierig. Die ist nämlich. Boah, Alter. Mit deiner Familienkutsche kommst du aber gut raus. Ja, hier holt er wieder auf, ey. Auf den Geraden hat er keine Chance. Aber hier holt er mich. Holt er wieder. Leck mich doch am Arsch, Alter. Wo war denn da die Abkühlung? Ah oh, ja, jetzt sind wir am besten doch durchgereicht komplett. Au, ab von mir, Mann. Tio, geh verpiss dich von mir. Ja, Fehler eingebaut, nur. Momentan nur Dritte, aber wie gesagt, ich bin dran an den Typen. Ich weiß nicht, wie man hier einen Weltrekord von 14 Minuten irgendwas aufstellen kann. Der muss ja ein Überauto haben. So, meinetwegen kann jetzt die letzten 20% auch nur noch geradeaus gehen. Hätte ich kein Problem mit. Weil dann würde ich das Rennen nämlich gewinnen. Aber was ich. Hab ich denn nicht eben gesagt, dass man da. Boah, du Arsch, Alter! Da fährt er mit Vollgas so und zeigt, dass ich in den nächsten Baum klatsche. Also, ob die Autos magisch anziehen würde. Da kommt ein Auto entgegen auf der dreispurigen Strecke und ich fahre da rein. Okay. Ja, du musst halt nur die Checkpoints treffen und sonst. Geh weg. Ich steck dich in beides zum Haus. Ah, scheiße.
Alter, warum fahren die eigentlich mir in die Karre, ey? Da sind drei andere noch und... Zweiter, aber egal. Scheiß Tio hat mich noch gepackt. Habe ich doch vom kurz vorm Ende des... Bis was ich hatte fast noch gehabt. Weil da war eine Linkskurve, die war ein bisschen ohne, nicht ohne. Die habe ich nicht zuerst, direkt gesehen. Aber geschafft ist geschafft. Alles andere ist mir egal. Cool 20. Ja, geschafft ist geschafft auf jeden Fall. Es gibt auch wieder gutes Loot. So, du bist Champion. Gutes Gefühl, oder? Du hast es dir redlich verdient. Aber bleib jetzt nicht stehen, nur weil du auf dem Gipfel angekommen bist. Du musst deine... So, wollen wir kurz die Teile ein hier. Passt. Krone verteidigen und da draußen warten jede Menge Rennen auf dich. Und vergiss nicht, an die Spitze zu kommen ist einfach. Dort zu bleiben ist schwer. Du bist soweit fertig mit allem? Ja. Gut. Dann machen wir hier Feierabend und sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann machen wir den nächsten Teil oder die nächsten Teile. Bis dann. Tschüss.